Leute, heute Abend 18 Uhr Livestream. Schaltet unbedingt vorbei. Also guckt einfach zu. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Fortnite. Leute, ich bin gerade aus dem Fitnessstudio. Ich habe gerade mein Bauchtraining unterbrochen, damit ich ganz schnell dieses verdammte Video aufnehmen kann. Eiweißshake ist am Start, Leute. Mo ist am Start. Wir probieren Hallo. Jetzt direkt die neue Waffe aus, meine Freunde. Und zwar gibt es eine Thermalsuchwaffe. Sieht diese hier gerade eingeblendet, meine Freunde, von den Ankündigungsnews. Und ich habe quasi die ganze Zeit im Fitnessstudio Leuten geschrieben, ey, schreibt mir sofort, wenn das Update da ist, Leute, damit wir diese Waffe direkt ausprobieren können. Ich bin todesgeschwitzt, aber ich habe todesbock auf diese Waffe. Ich bin sowas von Hype, Digga. Und ich würde sagen, jetzt spielen wir direkt mal die erste Runde am Tag und hoffen mal direkt, dass wir diese Waffe finden. Ich würde sagen, Mo, wir gehen jetzt mal hier hoch, Alter. Das ist ein Fußballstadion, guck mal. Geil. Lol, Digga, das ist ein riesiges Fußballstadion für die WM. Hey, Junge, das sieht aus wie das Fußballstadion vom 1. FC Köln. Nein. Wenn an der Seite Paderborn gesagt. Paderborn, Digga. Ja, stimmt, sieht aus wie so ein Dorfstadion, ne? Nichts gegen Paderborn, Digga. Alter, viele Leute gehen ja dahin, guck mal. Lol, wie geil sieht das denn bitte aus? Oh, direkt einer bei dir gelandet mit Schrot. Gut, hier sind gar keine Waffen. Die Waffen irgendwo? Ne, also ich finde hier gar nichts. Irgendwie nicht so stark das Stadion. Keine Ahnung, Bruder, also. Hätte man sich auch tatsächlich dann sparen können an der Stelle. Hier ist so ein großer Löwe, Alter. Den baue ich jetzt ab. Stimmt, geheime Kiste drunter. Achtung. Und gar nichts. Dem Stadionverbot. Meinst du? Ja. Na, der vor mir sind zwei Gegner, Bro. Ich muss weiter. Ist mir zu riskant. Nein, da vorne ist auch jemand. Mo, hinter mir? Ja, ja, bei mir sind auch zwei. Oh! Ja! Hab einen. Ich hab auch einen, Digga. Oh mein Gott, der hatte einen Shotgun und alles. Oh mein Gott, sein Mate ist bei mir. Ich komme. Lol. Er stirbt nicht. Er stirbt einfach nicht! Ja, das ist vorbei, Alter, Junge. Ja, geiles Stadion auf jeden Fall. Der Loot lohnt sich definitiv. Das haben sie richtig gut gemacht, Leute. Mad Respect dafür. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Okay, Leute, ich hab sie. Oh mein Gott, was? Ich hab grad die Waffe in der Hand. Ich hab sie gerade in der Hand. LOL! LOL! Hä? Ist ja mal ultra geil. Nee, oh, wie geil die aussieht. Durch Wände nicht, aber halt trotzdem, man sieht halt Gegner überall. Also man, wenn man halt damit... Digga, okay, Leute, das ist interessant. Lass mal gucken, wie die Ingame so ist. Okay, Leute, das war auf jeden Fall schon mal interessant zu sehen in der Lobby gerade. Extrem cool gemacht mit diesen Verpixelten. Sollen wir einfach tilted gehen, Digga? Der Ballon hat einfach ein neues Design, oder? Irgendwas ist anders, oder? Ich meine der, auch, Alter. Der war noch nie so ein blauer Strich, der war komplett blau immer, oder? Der sieht komplett anders. Ja, genau, der sieht alles anders aus. Der Bus hat sich voll viel geändert, oder? Der bewegt sich jetzt auch die ganze Zeit, siehst du das? So, der zuckelt so hin und her und sowas, so irgendwie. Also irgendwas hat sich hier geändert, definitiv. Okay, ab geht's, Tilde, Mo, komm. Ich hab sie. Echt jetzt? Ich hab sie, ja. Okay, nee, doch nicht. Nein, das ist eine normale Scope da eher. Mann, ich dachte gerade schon, das wäre sie gewesen. Ah, schade, Alter. Sah halt genauso aus. Leute, hier steht jetzt so eine Abrissbirne. Guck mal. Die reißen das Haus ab, Digga. Hier ist die Waffe, hier ist die Waffe. Echt jetzt? Okay, ja, warte. Ja. Darf ich sie haben? Ja, ja, nimm. Oh mein Gott, wo ist die? Ich dachte gerade wieder, das wäre so eine AR. Wo ist die? Hier bei mir. Alter. Hinter uns. Berg, ne? Alter, wie geil. Hast du gerade gesehen? Ja, dieses Geräusch war richtig. Junge. Wo ist der Typ, Digga? Wo ist der? Der ist runtergelaufen, da am Berg runtergelaufen. Okay, wir können es einmal tilted abscannen. Lol, die Waffe zeigt Kisten an. Echt? Ja, okay, ist hier eine Kiste hinter, wir scannen kurz. Ja, da ist eine. Wie nice, Alter. Wie cool, Mann. Es sieht schon seltsam aus, aber das Wärmeding ist halt schon ganz cool gemacht, ne? Extrem cooles Feature. Finde ich ganz nice, dass sie sowas reingebracht haben. Erinnert mich echt geisteskrank an Modern Warfare. Wir haben 15 Schuss in der Waffe. Der Damage kann ja auch gar nicht so schlecht sein, glaube ich, ne? Müsste eigentlich echt schon stark sein. Ist halt so geil. Guck mal, Leute, ich kann jetzt quasi einmal hier so... So, dann kann ich hier quasi einmal drüber scouten. Ich sehe hier Kisten. Da hinten, hinter uns ein Gegner. Hinter uns ein Gegner. Die hätte ich jetzt nicht gesehen, Digga. Hätte ich jetzt nicht gesehen, wenn ich die Waffe nicht gehabt hätte, Alter. Schon geil. Schon cool, Mann. Okay, Mo, jetzt geht's Action. Nee, er kommt jetzt hinter den Berg. Ich kann ihn dir genau erspähen, wo er kommt, ja? Müsste jetzt hier irgendwo rechts an der Seite kommen. Da kommt er. Boah, schießt die langsam wieder. Boah, 36er Hit. Hab einen. Von denen gesniped? Ja. Da müssen wir pushen. War nicht zu zweit, ja, ne? Ja. Okay, einmal scannen, wo der ist. Direkt unter uns. Zwei Leute, beide leben wieder. Wenn der mich zündet, ist ein Tier minus Mensch. LOL! Hä? Was? Der kriegt einen Headshot mit der Scar! Wie viel HP hat der, Digga? 22 HP, come on, Digga. Gebt mir einfach nochmal diese Waffe, damit ich damit nicht rumexplodieren kann. Also eigentlich, ich glaube, die Waffe an sich ist gar nicht das Starke, sondern vielmehr das Feature, habe ich das Gefühl. Ich meine, gut, die Einheit ist ein 36er, hat auf seinen Kopf gemacht. Aber dadurch, dass sie ein sehr, sehr langsames Schießintervall hat und zusätzlich hat noch nicht
so kranke Durchschlagskraft hat und halt nur 15 Schuss hat, ist halt die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist, mit dieser Waffe zu spielen. Aber ich glaube, sie einfach dabei zu haben für das Thermalrohr, ist das schon gar nicht so verkehrt. Warst du hier unten drin, Mo? Oh, nee. Ja, doch, doch, doch. Ich glaube, allein dafür ist es ganz cool, diese Waffe zu haben. Okay, ich habe richtigen Rotzblut, Digga. Doch. Oh, komm schon. Die Waffe finden wir doch sicherlich nochmal, Leute. Bisschen Glück für Papa. So, Frank. Wer ist Frank? Tankstellenbesitzer? Mo, also ich... Wir machen gerade keinen Roleplay, Mo, ne? Ach so. Also, aber nur, dass du Bescheid weißt schon. Also, Roleplay machen wir momentan nicht. Aber es ist cool, dass du... Ja. Selbst? Bei mir? Ja, gegenüber von mir. In dem Bus sind jetzt. Okay, warte, ich frame Minigun. Ah! Okay, einer knockte. Ah, hast du gesehen? Hä? Da ist noch einer. Der hat die neue Waffe. Links davon kommt noch einer. Zwei. Hab ihn. Dann Haus. Hab beide. Hast du auch beide? Nee, noch einer. Der tut sein Dings gerade wieder bedingsen. Hab beide. Nice, kann ich die Scar haben? Ja. Danke dir, das ist ja nett. Ich hab grad einen Minigun-Kill gemacht, Alter. Was ist mit diesen Gegnern los, Digga? Der Arme, Nein. Alter, der Arme, der war komplett überfordert mit der Situation. Tut mir wirklich leid für ihn. Gut, hat er eventuell die neue Waffe? Nee, aber er darf eine Heavy Pump für mich. Die nehme ich natürlich auch sehr gerne. Heavy und Tactical, Leute. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Soll ich die Minigun behalten? Ach, warum eigentlich nicht? Sie war gerade ganz witzig. Komm, machen wir das mal. Where them enemies at, bro? Gut, hier sind keine mehr, glaube ich. Der arme Mann, Alter, den ich gerade mit der Minigun so richtig auseinandergenommen habe. Haben wir hier noch ein Jagdgewehr oder was? Wie viel von den Bricks hast du, Mo? 136. Kann ich die haben? Ja. Ach, tut mir leid, lieber Minigun, du musst weichen. Jagdgewehr, da geht nichts drüber, Leute. Ihr wisst. Gut, sollen wir mal in die... Warte, ich muss die Kiste noch. Belastend, Alter. Was machen wir, wenn wir genau in der Zone sind? Ich will jetzt hier nicht campen, weil ich will unbedingt diese Waffe wiederfinden und will damit Leute töten, weißt du? Ich hab einfach Lust, ich muss einfach Menschen vernichten. Was bist du, Mo? Ja. Kann ja nicht sein, dass schon Leute aus Tilted rausgegangen sind mit der Waffe. Kann ja auch nicht sein, dass keiner in Tilted diese Waffe gefunden hat. Das glaube ich halt auch nicht. Und so. Wenn, dann können die uns die ganze Zeit scannen. Ja, Digga, natürlich. Schon gruselig. Das ist schon eigentlich gegen meine Man kann gar nicht mehr campen, oder? Ne? Ja, doch, schon halt hinter Gebäuden. Wir werden geschossen. Vom Berg. Wir? Ja. Boah, Lord. Au. Okay, nevermind. Er hat diese Waffe. Er hat mich gescannt, Digga, Hat er die Waffe? Mhm. Ja, geh mal hier weg. Lass mich mal snipen, bitte. Boah, Alter. Der Hit hat den besten, Digga. Sein Mate pusht vor. Sein Mate pusht uns, ne? Ja, ich weiß. Hab einen von den beiden noch. Ja, nice. Oh Gott, der hat mich auch gut geshittet. Der hat mich auch gut... Fuck. Mo, du musst mir unbedingt helfen. Ja. Wo ist er hin? Hier unten irgendwo, komm her. Kämpf. Bleib nicht bei mir. Ja, ich weiß. Siehst du? Danke. Gut, der campt hier irgendwo in dem Haus drin, ne? Ja. Hast du ein Jetpack oder sowas? Gibt's da gar nicht mehr. Okay. Wann das? Man kann jetzt das machen. Oh mein Gott. Ist so quer? Ja. Ich bin mal sein Mate drüben. Ich hol die Waffe. Okay, warte, jetzt kann ich ihn suchen, Digga. Ich kann ihn suchen. Okay, Andra da oben auf dem Berg, glaube ich. Aber wir müssen eh nichts tun, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall ganz cool jetzt auch mit dem neuen Play, Leute, was jetzt machen kann. Mit dem seltsamen, ich hänge mich jetzt an die Schräge dran und kann quasi da jetzt eine Falle platzieren. Ist eigentlich ganz cool. Müssen uns halt echt nur ein bisschen beeilen. Also wir sind gerade genauso schnell wie die Zone, das passt eigentlich soweit. Müssen dann nur gucken, dass dieser Typ sich von hinten irgendwo enthiltet. Dann hast du noch so ein Jump-Pad? Mhm, eins habe ich noch davon. Das können wir auf jeden Fall gleich nutzen. Okay, da vorne ist ein Typ. Ich sehe ihn. Ah, das ist nicht auf den Schießen. Kann ich jetzt einfach hier? Verzeihen? Wow. Ja. Hey, witzig. Geil. Nice. Können wir das scannen? Oh, lol! Ey, bin ich erschrocken, Alter. Du hast ihn mir gesteelt auch noch, Digga. Ich bin halt einfach nur erschrocken. Ich denk mir so, hä? Über uns auf dem Berg. Hast du ihn? Andere Seite. Gegenüber. Ey, ich bin gerade überfordert. Hier ist einer bei mir gelandet. Lol! Wie gut das von dem war. Achtung, von der anderen Seite. Pushen die mich? Mann, ist kaputt. Ah, du kleiner Lümmel, Alter. Na, sorry, ich wollte dich nicht. Ja, alles cool.
keine Baumaterialien, Bruder. Gar nichts. Ja, Digga, ich hab keine Mats. Nein. Ah, fuck, Alter, keine Mats gehabt. Naja, okay, Leute. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall genügend mit dieser neuen Waffe gespielt. Ich habe den Carbide-Skin übrigens tatsächlich komplett fertig. Also ich kann jetzt hier sogar die Sachen abnehmen, wenn ich will. Aber das. Oh! Oh, ich kann mir ausdrucken, wie er glitzert. Ja, schön, Alter. Schön, nicht? So, wie sehe ich gerade im Battle Pass, Leute? Stufe 100 ist fast da. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem kleinen Video. Die neue Waffe ist ein echt cooles Item. Schade, dass es kein Win geworden ist. Aber es macht auf jeden Fall echt eine Menge Spaß. Richtig, richtig geile Waffe, Leute. Ich finde ganz ehrlich, dass dieses Ding nicht unbedingt krank OP ist. Aber ich glaube, an sich der Sucher ist es schon eine geile Waffe. Es ist schon geil. Macht auf jeden Fall echt eine Menge Spaß. Und ich freue mich auf jeden Fall auf extrem geile Plays mit diesem Ding. Wir sehen uns heute Abend wieder um 18 Uhr beim Livestream, meine Freunde. Schaltet auf jeden Fall ein. Damit bin ich raus. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und schaut unbedingt beim Mo vorbei.